Brüder und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, erzählt von vielen Dingen, aber mir fällt heute besonders eines auf, was für alle von Bedeutung sein sollte. Weil das, wovon Jesus spricht, dass man seinen Bruder, seine Schwester zurechtweisen soll, das ist oft missverstanden bei den Christen und führt auch irgendwie auf Irrwege. Warum sagt Jesus so etwas? Also er war einer, der eigentlich seine Jünger nie ermahnt hat. Und Petrus ist da eine große Ausnahme, aber die anderen Jünger, naja, einmal bei den Söhnen des Zebedäus ist er da ein bisschen unwillig geworden, aber sonst, wie wir das Evangelium lesen, Jesus ermahnt zwar ein bisschen die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten oder andere Leute, aber nicht seine Jünger. Und warum sagt Jesus jetzt seinen Jüngern, die sollen einander ermahnen? Es hat sehr viel damit zu tun, was wir in den Lesungen gehört haben, aus dem Buch Ezechiel. Es ist ein bisschen unverständlich, das Ganze, weil es beginnt, so spricht der Herr. Und dann, du Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Und weiter geht die Rede. Wer ist denn du? Also da bin nicht ich gemeint und nicht du, sondern der Ezechiel. Der Prophet Ezechiel. Er ist einer, der das Wort Gottes hört, in seinem Herzen, in seinem Inneren, in seinem Kopf, keine Ahnung, wie das vor sich gegangen ist, ist auch nicht von Bedeutung, aber er vernimmt das Wort. Und dieses Wort ist gleichzeitig für ihn als Propheten eine Aufgabe. Weil was macht einen Propheten aus? Das ist nicht jemand in Israel, der in die Zukunft schauen kann. Also manche Propheten haben ab und zu solche Eingebung bekommen. Aber das war nicht ihre Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist hier beschrieben. Ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Also diese Propheten sollten Wache stehen für das Volk bewachen vor zwei Dingen. Erstens, das führt Gott dann in seiner Rede ein bisschen aus, vor Gott selbst. Weil Gott im Alten Testament erscheint als einer, der auch wütend werden kann auf sein Volk. Der seinem Volk manchmal auch, sein Volk auch manchmal auf ganz harte Weise zurechtweisen will. Und die, die dann aufstehen, um das Volk vor Gott, vor seinem Zorn zu schützen, sind die Propheten. Das ist ihre Aufgabe. Und sie tun es nicht so, dass sie zu Gott gehen und ihn anflehen. Manche haben es versucht, aber ja, ich glaube, nur Mose ist es so wirklich gelungen. Die meisten von denen erfüllen diese Aufgabe, indem sie das Volk zurechtweisen und sagen, ihr geht nicht die Wege des Herrn. Bekehrt euch von eurem sündhaften Treiben, dann wird der Herr seinen Zorn abwenden. Das ist etwas, was im Alten Testament sehr oft vorkommt. Also ein Prophet ist einer, der das Volk auch vor einem gerechten Zorn Gottes schützt. Das ist seine Aufgabe. Und zweitens ist er auch einer, der das Volk Gottes einfach vor sich selber schützen soll. Das ist die größte Gefahr für die Israeliten, für die Juden, wie wir die Bibel lesen, dass sie sich selber zugrunde richten. Ich lese gerade das Buch der Könige, ich glaube das zweite schon, also gibt es zwei halt. Und das ist echt eine enttäuschende Geschichte des Volkes Israel. Da kommt einer König nach dem anderen und keiner ist gut. Nicht mal der Erste oder der Zweite, der David, ist ein guter König. Also er wird gelobt, gepriesen, er ist die leuchtende Gestalt für das Volk Israel, aber so perfekt war er auch nicht. Und die Propheten sollen auch das Volk ermahnen, dass es sich nicht selber zugrunde richtet. Aber es ist auch wichtig zu sehen, worauf sie immer ihr Augenmerk werfen. Es geht nicht darum, dass diese Juden irgendwie ein geordnetes Leben führen.
Es geht nicht darum, dass sie ordentlich sind. Es geht darum, dass sie vor dem Herrn nicht sündigen. Und wenn ein Israelit sündigt, ist der Prophet dann berechtigt und verpflichtet, diesen Menschen zurechtzuweisen, damit er selber sich nicht in den Tod vor dem Herrn treibt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist etwas sehr Wichtiges, weil wir alle sind Kraft der Taufe auch Propheten. Füreinander, wie wir im heutigen Evangelium hören, wo Jesus von dieser gegenseitigen Ermahnung, man sagt in der Tradition Correctio Fraterna, also eine brüderliche Ermahnung oder brüderliche Zurechtweisung oder Einweisung, wie man das halt übersetzt. Das ist die eine Sache. Aber die Brüder und Schwestern sind dann berechtigt, einander zu ermahnen, wenn der andere sündigt. Und manchmal kommt es mir so vor, dass wir, also mein Fokus ist auf die katholische Kirche gerichtet, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass man sich gerne zurechtweist oder über den anderen sich auslässt, ohne was Böses vielleicht zu meinen oder doch vielleicht, kommt auch vor, nur um das eigene Weltbild zur Schau zu stellen. Also ich habe Recht, der andere ist nicht im Recht und deswegen muss ich ihn zurechtweisen. Und das ist nicht der Weg, den Jesus seinen Jüngern aufs Herz legt. Diese brüderliche Zurechtweisung ist wirklich nur dann berechtigt, wenn der andere sündigt, wer der Tod vor dem Herrn eine Gefahr für ihn ist. Wer die Sünde ist, ein Tod vor dem Herrn. Der Herr wendet sich von uns in der Sünde nicht ab, aber wir tun das. Und dann ist es wirklich wichtig, die Stimme zu erheben, wenn der Herr dir das eingibt und du siehst, dass deine Schwester, dein Bruder sündigt. Wenn du den Mut hast und auch vielleicht das Feingefühl, ihm oder ihr das so zu sagen, dass es angenommen wird, mach es. Vielleicht irrst du dich in der Beurteilung der Situation, aber das ist nicht schlecht. Man kann sich irren, das darf sein. Aber wir Christen sollten eines wirklich uns zu Herzen nehmen. Wenn wir einen zurechtweisen, dann nur um des Herrn willen, damit wir ein Leben in Fülle haben und nicht eins, das verkümmert. Weil ich habe sehr oft auch Menschen gesehen, die darunter leiden, wie andere sie zurechtweisen, sie ein bisschen konditionieren oder trainieren, das wäre das richtige Wort. Das ist etwas, was wir Christen sehr oft machen. Wir versuchen uns zu trainieren, dass wir alle schöne, zahme Christen sind. Darum geht's Jesus überhaupt nicht. Wenn man sich die Jünger anschaut, der eine ist so, der andere so, alle liebt der Herr. Es geht nicht darum, uniform zu sein, also ohne irgendwie jeglichen Ausdruck, dass man die eigene Persönlichkeit wegwirft. Das ist nicht das. Der Herr hat dich gewollt, wie du bist. Und deinen Bruder, deine Schwester auch. Und damit die Liebe unter uns gestärkt wird, ist diese Weisung Jesu heute im Mittelpunkt. Dass wir einander ermahnen, wenn es notwendig ist. Damit die Gemeinschaft untereinander besteht. Weil wer sündigt, entfernt sich nicht nur von Gott, sondern auch von der Kirche. Deswegen diese Ermahnung. Und ich glaube, also mir tut es gut, sich daran zu erinnern, weil ich neige dazu, also ich habe wirklich ganz genaue Vorstellungen, wie alles ablaufen sollte. Und ich selber neige dazu, anderen meine Vision aufzudrängen. Also wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr den Rufino fragen oder Helmut oder sonst jemand, der mit mir wohnt. Das mache ich sehr oft. Und das macht das Leben nicht bequemer, nicht angenehmer und nicht besser. Das macht es nur anstrengend. Nicht nur für mich, weil ich meinen Willen nicht immer durchsetzen kann,
brauchst dir nichts vormachen, du wirst deinen Willen auch nicht immer durchsetzen können, aber vor allem für die anderen macht's schwierig. Ständiger Kampf um Wörter und Meinungen und was weiß ich, das ist nicht notwendig. Das ist das, was Jesus mir heute sagen möchte, und vielleicht kannst du auch das für dich mitnehmen. Wenn du einen zurechtweist, dann wird er sündigt. Und alles andere soll eine gemeinsame Arbeit am Reich Gottes sein. Wenn du dich dabei ertappst, dass du etwas durchsetzen willst, nicht weil der Herr das will, sondern nur weil du davon überzeugt bist, dass es gut ist, und du siehst, andere mühen sich damit und plagen, dann kehre um. Es ist nicht zu spät. Der Herr möchte dich dazu einladen, dass du an seinem Reich arbeitest. Es ist im, glaube ich, Psalm 133, sein Psalm, bei dem die Brüder immer lächeln müssen. Wie schön ist es, wenn Brüder in Eintracht miteinander leben. Schön wäre es. Aber das ist auch eine Verheißung, die der Herr mir und dir gibt. Und es ist nicht etwas Flaches, diese Schönheit, von der der Psalmist spricht, sondern das ist die Fülle des Lebens. Wenn wir in Eintracht an einem Strang ziehen, für den Herrn und nicht für die eigenen Interessen, wie viel ist dann möglich? Ich lade dich wirklich dazu ein. Höre sein Wort, sei sein Prophet. Sei seine Prophetin und nicht jemand, der andere niedermacht und zugrunde richtet. Verbreite diese Freude, die du auch im Herzen hast, vielleicht tief vergraben, vielleicht ist sie ganz offensichtlich. Suche diese Freude, erfreue dich an denen, die der Herr dir zur Seite stellt. Und wenn du jemanden nicht verstehst, der in derselben Kirchenbank sitzt wie du, dann frag ihn, du, warum machst du das so? Das nervt mich. Oder warum machst du das so? Ich würde es auch gerne so machen. Das ist, glaube ich, der Weg, den Jesus seinen Jüngern ans Herz legt. Das ist der Weg Jesu, das sollte auch unser Weg sein.